marschieren mit einer mit einem Ehrenzug des Wachbataillons hier vor das historische Rathaus von Köpenick, um den Bürgermeister dort mit militärischen Ehren zu empfangen. Das hat er bestimmt so noch nicht erlebt und ist ein Highlight, denke ich, auch für die Köpenicker Bevölkerung. Das Ganze ist natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit für das Wachbataillon. Und ja, wir freuen uns und freuen uns vor allem auch, dass so viele Zuschauer gekommen sind, die sich das Ganze anschauen wollen. Das Drillteam des Wachbataillons beim BVG ist eine Sondereinsatzform, die wir jährlich neu kreieren, wo wir bis zu 30 bis 36 Soldatinnen und Soldaten die Chance geben, öffentlichkeitswirksam besondere Fertigkeiten zu zeigen, beispielsweise im Rahmen von Musikfesten oder Tagen der offenen Tür, beispielsweise jetzt beim kommenden Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Ich denke, das war schon etwas Besonderes hier in Treptow-Köpenick, natürlich auch ein Stück umstritten, aber ich fand, dass das sehr gelungen war, sehr interessant. Wir konnten ja heute sehen, dass die Bundeswehr eine kleine Geschichte des Hauptmanns von Köpenick im Grunde genommen nachgestellt hat. Wir sind durchaus hier in Köpenick auch stolz auf die Geschichte von Hauptmann von Köpenick. Wir sind damit weltbekannt geworden, deswegen fand ich es gut, dass also hier eine Frau Hauptmann die Sache geleitet hat, und das hat sie doch hervorragend gemacht. Lest BZ, wenn ihr Berliner seid.